Amemeavoa, te haze kamen. Supenera namekela, hoya ninela kalabusinite. Me homi huemike, nela ngane jenien. Ne nide na unefe, la chaone kangazo. Avakeb. Kepler, Kowloon Knights. Unreal Engine und F-Mod. F-Mod. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Nicht wundern, Baldur's Gate 3 geht auch bald weiter. Ja, ich muss es natürlich ansprechen, aber ich will ganz ehrlich sein, momentan haben wir so viele Endlosspiele am Laufen und so viele 300 Folgen und mehr Spiele. Ich bin ehrlich, ich finde, dass die kleinen Spiele einfach irgendwie, ja, die fallen dabei komplett flach und irgendwie hat man gar keine Zeit mehr für eben mal, ich weiß nicht, so 8 Folgen Let's Plays, 30 Folgen vielleicht maximal. Stattdessen Klopper um Klopper um Klopper, Spiele um Spiele um Spiele, man kommt gar nicht mehr hinterher. Und deswegen, seid mir nicht böse, aber ich will zwischendurch einfach mal wieder ein kleines, schönes Spiel, jetzt ja auch schon lange nicht mehr gegeben, ein schönes Indie-Spiel mit einer schönen Story oder traurig oder man weiß ja auch nicht genau. Ja, einfach mal zwischenhauen und deswegen spielen wir jetzt... Chia, ein Spiel, das sich Neukaledonien zum Vorbild nimmt. Und ich muss ehrlich zugeben, als ich zuerst die Unterschrift gelesen habe, dachte ich so, naja, wir gucken mal. Wir haben es im Stream angespielt und ich habe es im Stream dann abgebrochen, weil ich gesagt habe, okay, das will ich unbedingt als Let's Play aufnehmen. Und genau das machen wir jetzt auch mal. Neues Spiel, ich überschreibe meinen alten, sehr erfolgreichen Spielstand und wir fangen einen neuen, semi-erfolgreichen an. Let's go! Ach, so schön das Spiel. Wartet mal ab, das ist wirklich schön. Das ist, glaube ich, eins der schönsten, die ich in letzter Zeit so gesehen habe. Jetzt nicht ultra, nicht fotorealistisch schön, sondern ihr werdet schon sehen. So. Hey, Pun, war ich für die Sache. Kaloi, kaloi. Lapa, lapa, iai, nikodadin. Tia la eben. Oh, ist so schön.
Leutaine Malatia. Du passe der Lei. Die Musik, die Sprache, das Setting und so ist alles nach neukaledonischem Vorbild. Zwischendurch werden wir auf Französisch hören, weil da zwei Sprachen gesprochen werden. Wie die eigentliche Sprache heißt, habe ich gerade vergessen. Entschuldigung. Das wird eigentlich am Anfang gesagt, hier aber nicht mehr, weil wir schon im Stream gespielt haben wahrscheinlich. So, und jetzt mit der Schleuder erstmal ein nützliches Werkzeug, um Gegenstände, Menschen und Tiere anzustupsen. Sei bitte immer nett zu allen. Das kann ich nicht versprechen. So, schieß eine Kokosnuss ab. Das kriegen wir nicht. Gesachat Uleti. Chode chukwenye koilone miso na lapai chon. Chonia mama ye la kecheweke. So. Dago ilimineku. Mokala chesi palapei. Chia e dindai ne mala. Ikhapo ngasa mala tingi sa teikem. Ihr war an Geburtstagen immer sehr schwer ums Herz. Und wir werden bestimmt noch erfahren, warum. So, da sind wir nun also, irgendwo auf einer kleinen Insel. Haben eine Schleuder geschenkt bekommen und sollen jetzt Vater an der Klippe besuchen. Kokosnuss. Essen bitte. Ich würde gerne essen. Ja, Kokosnuss, Kokosnuss. Ja, Kokosnuss. Und verstauen. Nehme ich auch mal mit. So, hier Lagerfeuer, aber kein Vater. Aber was zu essen, wie ich gerade sehe. So, wir sitzen erstmal und wir können unsere Bekleidung ändern. So, weißt du was? Eine gute Idee. T-Shirt weiß einfarbig, T-Shirt Kaledoklien. Kaledoklien, ah. Ein Kung-Fu-Shirt, Katzenmantel. Das Spezialequipment habe ich bekommen, weil ich mir eine... Ich habe mir eine Supporter-Version auf Steam gekauft. Dann haben wir hier ein Schießpulver-Shirt und ein Skelettanzug. Und alles, was wir tragen, ne, hier sind so kleine Symbole, alles, was wir tragen, bringt uns hier zum Beispiel Kletterausdauer, Gesamtausdauer, Sturzresistenz. Warum das später noch wichtig wird, werden wir sehen. Für jetzt können wir momentan den Katzenmantel anziehen, der hat Herzchen. Und dann haben wir hier unvollständig, damit können wir Katzen anlocken. Und wir wollen doch Katzen anlocken. Also, wenn ich was anlocken will, dann Katzen. So, mal gucken. Achso, hier kann ich nichts anziehen, sonst ist das Katzendinger weg. Haben wir Katzenschuhe? Wir haben Katzenstiefel. Hier ist noch Schießpulver, Kung-Fu-Schuhe, Turnschuh rot, Schlappen orange. Wir haben sehr, sehr kleine Füße. Alle haben hier sehr, sehr kleine Füße. Aber dafür haben wir einen wunderschönen Katzenhut, der ehrlich gesagt... Naja, der sieht nicht so, der ist, Naja, ich trage ihn jetzt nur, damit wir Katzen anlocken können. Das heißt, direkt zu Anfang machen wir uns mal richtig pottenhässlich. Skelettmaske würde auch gehen, da sehen wir einfach aus wie so, wie eine Leiche. Ist alles sehr süß gehalten mit der Leiche und so. Niedriger Haarknoten, hoher Haarknoten, Bob. Einzelner Zopf, Kung-Fu-Haarschnitt. Damit haben wir dann Sturzresistenz oder Schießpulver-Haarschnitt. Damit hätten wir Kletterausdauer. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Ist alles irgendwie Kletterausdauer hier. Ich glaube, ich bleibe einfach mal bei der hier, ne? Niedriger Haarknoten. Aber ein bisschen Kletterausdauer, dann hier Katzenschnurhaare. Ach, warte mal, jetzt haben wir den Hut gar nicht mehr, ne? So, 4 von 4, wir locken jetzt Katzen an. Mal gucken, was passiert. So, Sturzresistenz finde ich eigentlich auch gut, aber ich mache erstmal Kletterausdauer. Und dann hier selbstgebastelte Armbänder, die geben, glaube ich, Energie. Gesamtausdauer ist auch immer sehr wichtig. Hier brauchen wir Katzenhandschuhe. Dann noch 5 von 4. Ich glaube, 4 von 4 reichen. Dann nehmen wir mal lieber die Gesamtausdauer. Und den Rucksack haben wir hier noch den hier. Dann haben wir den Turnbeutel hellbraun. Es gibt auch einen Katzenrucksack. Hier sieht man den ganz gut. Katzenrucksack. Und es gibt noch sehr, sehr, sehr viel mehr, was man freischalten kann im Laufe des Spiels. Das wird noch ein bisschen hier in der Liste. So, warte. Huch. Damit sind wir durch.
Diesen Look behalten wir nicht bei. Ich bin ganz ehrlich, dieser Katzenhut, der ist immer furchtbar. So, erstmal was reinschieben jetzt. So, und raus hier. Wir besuchen Vater auf der Klippe. Und mal gucken, ob wir ein paar Katzen finden in der Zwischenzeit. So. Ich werde immer wieder auf diesen Shift, auf diese Shift-Taste reinfallen. Neuer Tagebucheintrag, geflochtenes Schmuckstück. Das ist da drin, glaube ich, ne? So, eine Schusswetten-Challenge können wir auch gleich mal gucken. So, da ist ein geflochtenes Schmuckstück, das nehme ich mit. Auch die werden wir noch brauchen. Und hier ein Bananenbündel. Essen. Das ganze Bündel einfach reinschieben. So. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir mitnehmen können, was wir gebrauchen können? Ein Radio. Ne, ist ein Stuhl. Gegen Gewalt. Ich hasse Stühle. So, dann einmal hier hoch. Oh, warte mal, Fernglas. Kann man das benutzen? Nee. Schade. Ich dachte gerade, wir können in die Ferne schauen, aber dann müssen wir eben in die Ferne reisen, statt zu schauen. Ach, guck mal. Hier oben war ich auch noch nicht. Teddybär, Greifen, Kissen, okay. Das ist wahrscheinlich unsere Schlafnische, das ist unser Kinderzimmer hier, vermute ich mal. Da spielen wir Siedler von Catan oder irgendwas. Und da natürlich Hardcore-Poker. Okay, hier sind sehr schöne Bildchen. So, und ein Schießstand. Schussweite. Tipps anzeigen. Triff mit deiner Schleuder so viele Ziele wie möglich, bevor der Countdown abläuft. Erreich die Zielpunkte, um eine Trophäe zu gewinnen. Okay. Und wie nehme ich teil? Ah, einfach so. Shit. Ich will die da hinten kriegen, aber die kriege ich nicht. Silbertrophäe nur. Okay, machen wir gleich nochmal. Jetzt haben wir sie. So, Goldtrophäe, da haben wir sie. Prima, prima. Dann hier können wir einmal. Was haben wir denn hier? Hier können wir nichts mitnehmen. Okay, noch nicht. Will man nichts vorwegnehmen. So, ich gehe mal ganz kurz eben zu Vater, der wartet da oben. Dann können wir mal gucken. La 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 la. So, da sitzt er auch schon da oben. Gehen wir mal kurz zu Vater. Oh, wie schön das hier ist. Hier will einfach ein Badetuch hier hinlegen. Mann, ich will auch ein Bündel Bananen essen. So, hops. So, besuch deinen Vater auf der Klippe. Guten Tag. Au, meine Ohren. Okay. Oi, eo pena. Aussichtspunkt. Erkunde deine Umgebung, indem du an markierten Aussichtspunkten laut rufst. Dadurch werden nahegelegene interessante Orte auf der Karte angezeigt. Wir sind also eine Fledermaus und können interessante Punkte auf der Karte mit Sonar erforschen. Okay, gut. Wir rufen laut. Guten Tag!
Okay, wir haben viel auf der Karte. Unser Gleitschirm. Ja, wir haben einen Gleitschirm. Gleitschirm. Eine gute Möglichkeit, um einen Sturz abzufangen und lange Strecken sicher zurückzulegen. Von Chias Vater aus Kokosblättern geflochten. Probier deinen Gleitschirm aus. Einfach so. Ja, wir gleiten. Ja, so viel Schirm, so viel Gleit. Besuch deinen Vater am Lagerfeuer. Machen wir auch gleich. So, wird auch langsam dunkel hier. Wir haben noch keine Katze gesehen. Wir tragen dieses lächerliche Outfit und haben noch keine Katze gesehen. So. Großer Stein. Hau ab, großer Stein. Wir wollen dich nicht. Armer großer Stein. Wurde immer geächtet. So, da wären wir wieder am Lagerfeuer. Rhythmusteil. Getrocknete Farnblätter. Als Schlaginstrumente werden getrocknete Farnblätter verwendet. Versuch die Noten zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Bei Musik kann man nicht gewinnen oder verlieren. Hab einfach Spaß. Was? Einfach Spaß haben? An einem Spiel? Was? Wenn du dich bei diesem Teil entspannt zurücklehnen möchtest, aktiviere Autoplay, damit Chia automatisch spielt. Ich werde wahrscheinlich bei einigen dieser Spiele immer mal wieder Autoplay aktivieren. Habe ich Autogay gesagt? Ich wollte, glaube ich, Autogame sagen. Ich werde Autoplay aktivieren, einfach weil ich die Szene auch selber sehen will. Weil, ne, ich muss dann immer, wenn ich selber spiele, muss ich immer gucken, dass ich einen Rhythmus treffe, was okay ist. So. Hier ist das relativ einfach, aber mit der Zeit wird es immer schwieriger. Da vinicia.
Achine ye khatwani cho na ken lai che hachin. Ya sinya cho che acha kho. Amela si puede che. Che. Chene josina. Ni je shas akala parcha kho fe. Ite weke khwatu. So, erhalte zwei Kokosnüsse. Das Schmuckstück haben wir schon. Habe ich schon geholt, weil ich wieder so clever, gierig, clever war. Die Kokosnüsse nehmen wir auch mit. So. Und dann brauchen wir noch eine Süßkartoffel aus dem Garten. Da, Taro-Wurzel. Ja, ist das gleiche. So, eine für uns. Und eine für den Rucksack. Verstauen. So. Yeah, Tor. Yeah, woo, Tor. Yeah, yeah. Oh, Mist. Okay. Was ist denn das? Och, ein Schweini. Oh, hallo, Schweini. Schweini, warte mal. Ja, verstauen. Da ist Schweini. So, werfen. Schweine werfen, ist das... Hört sich an wie irgendein Sport aus Bayern. Oh, es lebt noch, okay. Scheint ein bisschen aufgeregt. Es ist voller Freude. Es hat einfach Spaß. Warte. Oh, wie süß. Okay, das ist süß. Oh, ich wusste gar nicht, dass man auch Schweine streicheln kann. Oh. Bitte auf keinen Fall jetzt einen Tobi-Witz machen. Das wäre nicht nett. Das ist. Oh, wie süß sind die denn? Entschuldigung. Und man kann auch unendlich lang streicheln. Okay, das ist auch schön. So. Dann wollen wir mal wieder zurück. Sag mal. Immer noch keine Katze. Was ist das denn? Kann ich auch streicheln? Schildkröten. Oh. Kann ich aus dem Panzer einen Bob machen? Komm mal her. Ja. Oh. Schön das Köpfchen unter Wasser drücken. Oh, so süß. Oh, mm. Dann haben wir bald unseren Bob. Oh. Lul. So. Hab's in Wasser geworfen, weil da wollt sie auch hin, ne? Besuche deinen Vater am Pon. Am Steg war das, glaube ich. So. Spider-Man. Da steht er auch schon, da hinten. So. Ups, Entschuldigung. Strandball. Vater, hier. Wehe, einer sagt was. Wehe. Ich verbitte mir jeden Kommentar über Zukunftskronk. Tolle Katzenmütze. Kaloya Sergio. Ich hätte jene Nissen in La Gotan Masa, in La Nange Mia, in La Hatsch, in La Juada Juada, La Capeke, Haninje. Tola ingena la pangani la kotane mine la nanginye nine juada juada la iniminito. Ame la juanendo te kete hate ne ole kete at koi kete at nine ni ate ne la metrot me ipie
Schmutzmenschen.